Das Wort hat Herr Kollege Schwarz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Kein Kind zurücklassen, Rahmenbedingungen, Chancen und Zukunft schulischer Bildung in Hessen. Das ist der Arbeitstitel für die Enquetekommission Bildung. Das ist ein anspruchsvoller Arbeitstitel und ein damit einhergehendes anspruchsvolles Arbeitsprogramm. Deswegen ist es auch nicht überraschend, dass fast 4 Jahre vergangen sind seit dem Einsetzungsbeschluss durch die SPD-Fraktion am 27. Juni 2014. Ja, fast 4 Jahre wurde in einem breiten Dialog zwischen Politik, Wissenschaft, unterschiedliche Forschungsansätze analysiert und Impulse für ganz konkrete Lösungsmodelle und Handlungsempfehlungen der Bildungspolitik erörtert. Ich sage ausdrücklich, das ist prima, das ist gut, dass man sich tatsächlich jenseits des kleinen Chaos und jenseits der Taktung Zeit nimmt, ein so wesentliches Thema zu erörtern. In ausführlichen und sachdienlichen Vorträgen haben viele Experten ihre Thesen, ihre Argumente und Schlussfolgerungen zu eben schon erwähnten 15 Themenfeldern erörtert und mit einem ganzen Spektrum der Bildungswissenschaften mit den Fraktionen, den Vertretern auch der Lehrerverbände kontrovers, aber das will ich auch sagen, sehr konstruktiv diskutiert. Neben den jeweiligen Fachleuten wurden die Fraktionen durch die ständigen Sachverständigen unterstützt. Deswegen, das gestatten Sie mir, haben meine Vorredner auch getan, möchte ich sehr herzlich danken. Danken Herrn Josef Kraus, der nun ein ausgewiesener Experte in Bildungsfragen ist, auch, glaube ich, anerkannt jenseits der Fraktionen, über 30 Jahre als Präsident des Deutschen Lehrerverbandes tätig war und auch ein erfahrener Schulleiter war und insofern ein Mensch aus der Praxis. Unser Dank gilt gleichermaßen allen Anzuhörern, allen Sachverständigen, allen Verbandsvertretern, die in 4 Jahren ihre Expertise, ihre Positionen uns dargeboten haben, mit denen wir uns austauschen konnten. Das ist wirklich spannend gewesen. Und an der Stelle will ich nicht unerwähnt lassen, dass ich erst mit Verspätung Mitglied der Enquetekommission wurde, Mitglied dieser Enquetekommission, weil unser früherer Kollege und, ich darf sagen, mein Freund Günter Schork leider von uns gegangen ist. Ich danke ihm herzlich für seine Unterstützung, genauso wie meiner Vorgängerin in der Funktion als Obfrau. Ich bin jetzt der Obmann, Bettina Wissmann, die bis eben gerade noch hier war. Und nicht unerwähnt will ich auch den Dank wissen in Richtung Frau Öftring, Herrn Honselmann und Herrn Welticke, die uns wirklich in einer fantastischen Art und Weise unterstützt haben, auch bei der Erstellung des Abschlussberichts. Durch die Auswertung und Interpretation der empirischen Befunde und theoretischer Expertisen hat die Enquetekommission zur Zukunft der schulischen Bildung in Hessen einen, wie ich finde, sehr wichtigen Beitrag leisten können und auch ein vertiefendes Verständnis für uns als Bildungspolitiker sicherlich geleistet. Manche Bereiche, und das gehört dann auch zur Wahrheit dazu, haben ein hohes Maß an Übereinstimmung geliefert. In anderen Bereichen sind die trennenden Positionen geblieben. Ich will vor die Klammer setzen, ich finde das zunächst einmal nicht schlimm. Es wäre kurios, wenn nach einer 3,5-jährigen Arbeitsphase auf einmal es keine unterschiedlichen Bildungskonzepte mehr im Hessischen Landtag gäbe. Ich möchte aber jetzt einmal beginnen mit ein paar Verbinden und in den Bereichen, wo man sich relativ einig ist, Positionen, die im Übrigen Herr Kollege Greilich auch im Bereich der Digitalisierung, wie ich finde, haben wir es sehr genau angeschaut, erkennbar waren, nämlich ein Großteil der Anzuhörenden haben deutlich gemacht, dass
bei der Digitalisierung, insbesondere im Primarbereich, doch ein gewisses Maß an Zurückhaltung geboten ist, dass man die Digitalisierung und alles, was damit einhergeht, altersgerecht und mit der entsprechenden Fachlichkeit an den Mann und an die Frau, an das Kind heranträgt. Deswegen will ich hier nicht unerwähnt lassen, dass natürlich das Primat der analogen Bildung im Grundschulbereich von elementarer Bedeutung ist. Ich glaube, das darf man auch als verbindendes Element hier einmal feststellen. Einigkeit, und das finde ich auch gut, ebenso im Bereich einer praxisnahen Lehrerbildung, ebenso eine relative Einigkeit im Erhalt der bestehenden Schulstruktur, wobei es hier Unterschiede gibt, Erhalt der bestehenden Schulstruktur im ländlichen Raum bei den kleinen Grundschulen, deutlicher Unterschied, wie ist ein mehrgliedriges Schulsystem in die Zukunft ausgerichtet. Da werde ich aber gleich noch einmal darauf zu sprechen kommen. Da ist ein erkennbarer Unterschied, und ich finde das nicht schlimm, dass das so ist. Der Punkt Flüchtlingsbeschulung wurde eben gerade schon erwähnt. Einigkeit ebenso im Bereich, das hatten wir bereits im Bildungsgipfel schon festgestellt, die Bedeutung der dualen Ausbildung mit den 330 verschiedenen Ausbildungsberufen, die wir in Hessen haben, und die Bedeutung der dualen Bildung für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, auch für einen Arbeitsmarkt. Das finde ich sehr in Ordnung, dass man dieses auch einmal unterstreicht, weil aus meiner Sicht in der Vergangenheit die Debatte viel zu sehr aus einer akademischen Blickrichtung geführt wurde. Das kann ja ein verbindendes Element sein, dass man sich in diesem Hause einig ist, dass wir jetzt einmal alle miteinander rausgehen und sagen, jawohl, meine Damen und Herren, die duale Ausbildung ist klasse, ist eine echte Perspektive, eine echte Karrierechance. Das erklären wir dann auch schon in der dritten Klasse an den Grundschulen, wenn es darum geht, was für eine Entscheidung treffen die Eltern, in welche Richtung geht die Reise. Allerdings, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, Einigkeit unter Experten bedeutet allerdings nicht, dass automatisch auch damit die gleichen politischen Schlussfolgerungen und Prioritäten herauskommen. Das ist erkennbar nicht der Fall. Insofern will ich durchaus das unterstreichen, was der Kollege May hier gesagt hat, weil der eben gerade ein bisschen unter Beschuss kam. Das fand ich etwas unangemessen. Natürlich ist es ganz objektiv der Fall, dass der Anteil der gemeinsamen Handlungsempfehlungen geringer ist, rein in der Zeilen- oder Seitenzahl, je nachdem, wie Sie zählen wollen, als der Anteil der individuellen Bestimmung der Fraktion. Das ist schlicht und ergreifend die Wahrheit. Das darf man doch sagen. Und ganz konkret, wer davon ausgegangen war, durch den Einsetzungsbeschluss der Enquetekommission, dass es am langen Ende keine Differenzen mehr gibt, der hat doch, das hat auch keiner gemacht. Ich wollte diesen Begriff jetzt vermeiden, aber das hat in der Tat keiner so gesehen. Deswegen kann man jetzt auch einmal über ein paar trennende Elemente sprechen, ohne dass dadurch gleich eine Schärfe in die Debatte hineinkommt. Aber Tatsache ist, dass aus meiner Sicht die Anhörung zum Bereich Ganztag im Juli 2015 ganz aufschlussreich war. Da komme ich zu dieser Bertelsmann-Studie, aber auch von der SPD-Fraktion erhobene Forderung, möglichst viele gebundene, rhythmisierte Ganztagsangebote vorzuhalten und im Idealfall flächendeckend auf die Dauer dann im ganzen Land. Da muss man nüchtern feststellen, dass auch der von der Opposition benannte Sachverständige Ludwig Stecher in einer landesspezifischen Studie betont hat, und da zitiere ich, es gibt bei Eltern keine Mehrheit für flächendeckende obligatorische Teilnahme der Kinder beim Ganztag. Das muss man einfach nur mal zur Kenntnis nehmen. Des Weiteren, in der bis dato umfangreichsten Studie zum Ganztag im Rahmen eines länderübergreifenden Forschungsprogramms steckt, deswegen weiß ich gar nicht, wovon Sie da eben gerade gesprochen haben, Frau Kollegin Faulhaber, Studie zur Entwicklung der Ganztagsschulen ist das in der Übersetzung, kam die Forschungsgruppe unter der Leitung von Prof. Stecher zum folgenden Ergebnis.
im Hinblick auf schulische Leistung, den schulischen Erfolg, Disziplinprobleme und Schulangst ergeben sich keine wesentlichen Unterschiede zwischen Ganztags- und Halbtagsschulen. Auch die These, es gebe Vorteile für bildungsferne Kinder, wird widerlegt. Ich zitiere, auch für Jugendliche aus niedrigen sozialen Schichten oder mit Migrationshintergrund lässt sich über 4 Jahre hinweg kein Effekt der reinen Ganztagsschulmaßnahmen nachweisen. Es liegt in dieser Hinsicht also kein kompensatorischer Effekt für benachteiligte Schülergruppen vor. Nächste Sachverständige, die Frau Wichmann, die stellte fest, dass viel zu hohe und falsche Erwartungen an Ganztagsschulen gestellt würden. Und wenn ich dann noch einen letzten Sachverständigen zitieren darf, den Sachverständigen Brenner, der einmal einen Vergleich gezogen hat, wie ist das eigentlich international? Frankreich mit einem traditionell eingerichteten Ganztagsschulsystem, vollgebunden, voll durchrhythmisiert. Die kommen aktuell auf eine Quote von 25% von Schulabgängern ohne Abschluss. Im Lande Hessen haben wir einen relativ hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund. Und erstaunlicherweise haben wir in Hessen mit unserem facettenreichen Ganztagsprogramm, Stichwort Pakt für den Nachmittag, den mit Abstand geringsten Wert an Schülern ohne Abschluss, die ohne Abschluss die Schule verlassen. Und ich glaube, das zeigt sehr eindrucksvoll, dass das Konzept, nach dem wir arbeiten, sehr erfolgreich ist. Dieser wissenschaftliche Befund bestärkt uns in unserer Grundhaltung. Und insofern sage ich sehr deutlich, auch nach dem Bericht der Enquetekommission ist für uns klar, Schüler sollten nicht gegen den Elternwillen zwangsweise in ein Ganztagssystem gebracht werden, wenn andere kluge Konzepte vorgehalten werden, um sie vernünftig zu betreuen, zu begleiten. Flexible, passgenaue, bedarfsorientierte Angebote und Wahlfreiheit, das ist halt der Gegenentwurf. Und dazu gehört auch das größte Ganztagsprogramm, was es jemals im Lande Hessen gab, nämlich der Pakt für den Nachmittag. Ein paar weitere Aspekte, wo wir halt keinen Konsens herleiten konnten, Herr Kollege Merz, das ist schlicht so, Stichwort Schulstruktur. Jawohl, wir stehen zum mehrgliedrigen Schulsystem. Die SPD hat in der Perspektive dort eine andere Idee, da komme ich auch gleich noch einmal darauf zu sprechen. Das dient aber auch dann dazu, dass jenseits der verbindenden Elemente die Fraktionen auch ihre Profile schärfen können. Das darf auch in einem solchen Bericht drinstehen. Und dann komme ich zu dem Thema der Inklusion und der damit verbundenen Frage, die da ja drinsteckt, nämlich auch des Schulsystems. Da stieß natürlich das Bemühen der Enquetekommission auf natürliche Grenzen, dort zu einem Konsens zu kommen. Da zitiere ich, nachdem Herr Kollege Merz, ich fand das toll, Sie haben ja bereits Humboldt zitiert, Sie haben Kant zitiert, die Frau Kollegin Bächle-Scholz hat Kennedy zitiert, und ich nehme jetzt die Freiheit und zitiere den Kollegen, den von mir sehr geschätzten Kollegen Gerhard Merz, und zwar vom 16. März 2018, Interview in der Frankfurter Rundschau, geführt von dem Herrn oder mit dem Herrn Hanak. Da ging es um die Frage, wie bewerten Sie die Ergebnisse der Enquetekommission? Und das ist jetzt spannend. Jetzt zitiere ich, Herr Präsident, das Einverständnis vorausgesetzt. Die grundsätzliche Perspektive auf Inklusion hat sich in der Tat nicht verändert. Wir, also die SPD, wir sagen, es kann nur eine, die inklusive Schule geben. Die CDU will zwei Systeme beibehalten. Das steht gegeneinander. Da unterscheiden wir uns auch. Und das wollten wir auch nicht in Luft auflösen. Bei der Inklusion oder dem gemeinsamen Unterricht konnte man nicht davon ausgehen, dass man am Ende einer Meinung ist. Das konnte auch nicht Zweck der Kommission sein. Und da sage ich,
Zustimmung an dieser Stelle. Herr Kollege Merz, das gehört auch dazu. Es ist doch gut, dass da unterschiedliche deutlich werden. Stichwort, es kann nur eine Schule geben. Da könnte ich jetzt sagen, das ist dann in der Mittelfrist schon eine systemische Veränderung. Die SPD, das ist okay, will den Abbau der Förderschulen. Wir sagen klipp und klar, Förderschulen sind systemrelevant. Sie wollen eine flächende Sie wollen eine flächendeckende Inklusion unter Einbeziehung aller Schulen mit Ihren Forderungen aus dem Abschlussbericht. Damit geht auch einher, die Abschlüsse in der Sekundarstufe 1 unabhängig von den Prüfungsleistungen und den belegbaren Kompetenzen zu vergeben und Lehrpläne von Schuljahren loszulösen. Und damit wird, wenn man das konsequent bis zum Ende denkt, dieses Inklusionskonzept der Einstieg in eine Einheitsschule. Das ist die logische Schlussfolgerung dazu. Ich erkläre es auch gerne, wenn einem geistig behinderten Kind ein lernzieldifferenter Unterricht am Gymnasium empfohlen wird oder ermöglicht wird, kann einem Hauptschüler oder einem Realschüler ein Gymnasialbesuch sicherlich da auch auf Wunsch hin kaum verweigert werden. Ich will nur feststellen, wenn man das konsequent bis zum Ende denkt, hat das zur Folge, dass Leistungsstandards vollständig nivelliert würden. CDU, wir halten am bewährten Förderschulsystem fest als wesentlichen und unverzichtbaren Bestandteil des hessischen Schulsystems. Wir halten Förderschulen für erfolgreich, für attraktiv. Da gibt es kleine Klassen, optimale Förderungsmöglichkeiten im Sinne das Kind und die beste Förderung für das Kind stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Ferner haben die Debatten in der Enquete gezeigt, dass Förderschulen sehr wohl im Einklang mit der UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen stehen. Das wird eindrucksvoll beschrieben im Artikel 5 Absatz 4. Wo es heißt, besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung und Herbeiführung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung erforderlich sind, gelten nicht als Diskriminierung im Sinne des Übereinkommens. Damit ist das dann auch geklärt, weil gelegentlich einmal gesagt wird, ihr müsst, aber die haben das ja dort in diesen UN-Richtlinien so festgeschrieben. Originalzitat daraus. Nicht zuletzt, meine Damen, meine Herren, hat die Enquetekommission keinen einzigen wissenschaftlichen Bereich oder Beleg geliefert, wonach integrative bzw. Einheitsschulsysteme in Bezug auf Leistung, Wissensstand oder kompensatorische Effekte von Defiziten tatsächlich konkurrenzfähig zu dem Schulsystem im gegliederten Schulwesen wären. Keine kompensatorischen Effekte im Vergleich zu einem tatsächlich gegliederten Schulsystem, geschweige denn im Bereich dessen, was zum Schluss an Leistung herauskommt. Die Belege sind da eindeutig, und deswegen fühlen wir uns da auch sehr bestätigt. Schulvielfalt, Wahlfreiheit im Kontext eines begabungs- und leistungsgerechten gegliederten Schulsystems muss im Sinne von Zukunftschancen auch in Zukunft gewährleistet bleiben. Abschließend will ich sehr klar sagen, das waren 4 intensive Jahre, von denen ich 2,5 in der Tat nur miterlebt habe. Ich fand die Arbeit sehr spannend, bedanke mich sehr herzlich für spannende Gespräche. Gemeinsame Handlungsempfehlungen stehen neben sehr klaren individuellen Positionen der jeweiligen Fraktionen. Aber das Trennende, das will ich abschließend feststellen, ist natürlich auch als Wettbewerb um die besseren Konzepte und die besseren Ideen zu verstehen. Und insofern bleibt ein verbindendes Element, und da schließen wir ganz persönlich, ist und bleibt, Herr Kollege Greilich, wir wollen die beste Bildung für unsere Kinder, denn unsere Kinder, unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind unsere Zukunft. Und ich glaube, wenn man das vor die Klammer setzt, dann wird manche bildungspolitische Debatte in diesem Haus noch leichter und noch munterer, als sie sonst schon ist. Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche alles Gute.
Das Wort hat Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kein Kind zurücklassen. Das ist nicht nur der Titel der Enquetekommission, deren Abschlussbericht wir heute diskutieren, sondern das war in den letzten vier Jahren der Leitsatz der von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN geführten Landesregierung im Hinblick auf ihre Bildungspolitik. Und das wird auch in Zukunft sein. Die Bildung unserer Kinder, das zumindest darf man, glaube ich, als Konsens dieses Hohen Hauses feststellen, liegt allen politischen Akteuren am Herzen, wie es der Landtagspräsident auch schon in seinem Vorwort zu dem vorliegenden Abschlussbericht klar betont. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass die Zukunft unseres Landes in hohem Maße von der Bildung seiner Menschen und vor allem der künftigen Generation abhängig ist. Und ich muss auch sagen, lieber Herr Abgeordneter Merz, dass Sie nicht nur Humboldt, das ist ja in der bildungspolitischen Debatte noch relativ gängig, sondern ausgerechnet auch noch Kant zitieren, dessen Schrift über Pädagogik ansonsten ja in der öffentlichen Wahrnehmung zu Unrecht in den Hintergrund gerückt ist. Das hat mir heute das Herz in besonderer Weise aufgehen lassen. Vielen Dank dafür. Deswegen ist es gut, dass der Hessische Landtag im Jahr 2014 eine Enquetekommission eingesetzt hat, um sich mit dem Thema Bildung und den damit verbundenen Fragen und Herausforderungen ausführlich und in der ganzen Breite ihres Spektrums zu befassen. Denn es gilt, auch künftig die besten Strukturen, Maßnahmen und Lösungen zum Wohle unserer Kinder zu finden. Auch darin sind wir uns sicher alle einig. Mich verwundert allerdings schon etwas die Kritik an der angeblich mangelnden Bereitschaft der Landesregierung, sich mit den hier vorliegenden Ergebnissen zu befassen. Na ja, gut, im Angesicht des heraufziehenden Wahlkampfes sollte mich das vielleicht nicht wundern. Aber so lange liegen die Ergebnisse doch noch gar nicht vor, meine Damen und Herren, als dass man ein solches Urteil bereits fällen könnte. Und vor allen Dingen, wenn Sie sich die Arbeit dieser Landesregierung in den letzten Jahren anschauen, dann haben wir doch viele wesentlich in dem Bericht angesprochene Punkte bereits adressiert, verwirklicht, oder sie befinden sich zumindest in einem guten Umsetzungsprozess. Und in einem Prozess, wo es schön ist, festzustellen, dass die Grundanlage und Grundausrichtung dieses Prozesses jedenfalls nicht von vornherein streitbefangen ist. Lassen Sie mich dies anhand einiger Beispiele verdeutlichen. Und ich fange bewusst mit der Frage der Lehrerbindung, gerade auch mit der Lehrerfortbildung an, und knüpfe an das an, was Herr Merz auch gesagt hat, das Wichtigste ist der Unterricht. Und wir wissen, dass guter Unterricht überwiegend von kompetenten und motivierten Lehrkräften abhängt, spätestens seit der berühmten Metastudie Invisible Learning von John Hattie. Und deshalb haben wir zur Qualifizierung unserer Schulleitung und unserer Lehrkräfte ein neues Fortbildungs- und Beratungskonzept entwickelt, erstmals systematisch gemeinsam mit Lehrkräfteakademie und staatlichen Schulämtern koordiniert. Dafür haben wir die Lehrkräfteakademie zu Beginn dieser Legislaturperiode ja gerade geschaffen, meine Damen und Herren, damit sie sich darum kümmert. Und mit diesen Unterstützungsangeboten richten wir uns künftig auch an ganze Kollegien und unterbreiten ihnen maßgeschneiderte Beratungsangebote, genau wie es der Bericht der Enquetekommission etwa auf Seite 114 empfiehlt. Und worauf fokussieren diese Angebote, meine Damen und Herren? Auf Themen der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern entsprechend dem Themenfeld 8 des vorliegenden Berichts, also Themen wie Lesen, Schreiben, Rechnen als die Basiskompetenzen, Ganztagsschulen, Integration von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache, Inklusion und Berufsorientierung. Und ich bin weit davon entfernt, zu sagen, dieses Konzept, das wir entwickelt haben, immerhin das erste ganzheitliche Konzept, was wir für diesen wichtigen Bereich aufgelegt haben, dass das jetzt schon der Stein der Weisen ist und dass man daran nichts mehr verändern müsste. Das ist ein fortlaufender Prozess. Da wird man auch immer weiter optimieren müssen. Da müssen wir immer neu nachdenken. Da werden sich auch andere Prioritäten ergeben. In diesem Thema, in diesem so wichtigen Thema Lehrerbildung, gerade auch Lehrerfort- und Weiterbildung, da wird es niemals einen Schlusspunkt geben. Allein schon deswegen, weil sich natürlich auch die gesellschaftlichen Herausforderungen an Schule, an den Bildungsauftrag permanent verändern. Und ein wunderbares Beispiel dafür ist natürlich auch die Frage etwa der Digitalisierung oder gerne der Medienbildung, der umfassenden Medienkompetenz. Auch da sind wir unterwegs. Wir haben neue Qualifizierungsformate für Lehrkräfte mit dem Ziel entwickelt, Medienbildung als Schulentwicklungsaufgabe zu verankern und Lehrkräfte mit den erforderlichen didaktischen und methodischen Kompetenzen im Umgang mit und für den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht auszustatten, ganz wie es der Bericht z.B. auf Seite 137 anregt. Wir haben vertragliche Kooperationen etabliert mit allen hessischen Universitäten
um Medienbildung und den didaktischen Einsatz digitaler Medien in der Lehrerbildung phasenübergreifend sicherzustellen. Wir führen einen regelmäßigen Austausch mit den Zentren für Lehrerbildung zu Fragen einer zeitgemäßen Medienbildung und natürlich auch zu der Frage, wie wir im Kontext dieses Systems den Jugendmedienschutz gewährleisten können. Also, wenn ich mich damit an Herrn Abgeordneten Greilich wenden darf, die konzeptionelle Arbeit, die Sie einfordern, die wird geleistet. Da sind wir schon lange unterwegs. Aber ja, da sind wir auch noch weit davon entfernt, sozusagen fertig zu sein. Wahrscheinlich kann man da auch nicht fertig sein. Aber Sie werden erleben, wir werden auch weitere Konzepte dazu vorlegen, gerade auch wenn wir die Frage zusammen mit der Ausstattung jetzt auch etwa im Zuge der Verhandlungen mit dem Bund zum Digitalpakt Schule lösen. Wir wissen, dass hier auch weiter Handlungsbedarf, Entwicklungsbedarf besteht. Deswegen können wir uns auch an diesen Empfehlungen aus der Enquete-Kommission durchaus weiter orientieren. Aber wie gesagt, wir sind auch schon lange auf diesem Weg unterwegs. Qualifizierung von Schulleitung ist ein anderes Thema. Wird in dem Bericht auf Seite 113 aufgeworfen. Sind wir auch neu angegangen mit unserem Qualifizierungsprogramm für künftige Schulleiterinnen und Schulleiter, das jetzt bereit ist für den flächendeckenden Einsatz. Dafür jedes Jahr mehr als 250 Lehrerinnen und Lehrern die Chance zu geben, sich als zukünftige Schulleiterinnen und Schulleiter zu qualifizieren und damit natürlich auch gleichzeitig dafür zu sorgen, dass uns im Rahmen der Schulleiterstellenbesetzung künftig eine große Auswahl an qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern zur Verfügung steht. Auch das haben wir neu aufgelegt in dieser Legislaturperiode. Auch hier haben wir gerade das Pilotstadium hinter uns gebracht. Auch hier werden wir uns mit Sicherheit noch weiterentwickeln, wird sich das mit Sicherheit weiter optimieren lassen. Muss man wahrscheinlich auch kontinuierlich verändern, weil sich die Herausforderungen an unsere Schulleiterinnen und Schulleiter permanent verändern. Aber ja, die Herausforderung ist erkannt, und wir sind auf dem Weg. Wir setzen uns damit auseinander. Ich möchte kurz auf die Frage der beruflichen Ausbildung der jungen Menschen eingehen. Denn der sich wandelnde Arbeitsmarkt stellt natürlich auch unsere Schulen vor neue Aufgaben und Herausforderungen. Und über den Mangel an Fachkräften, ob das im Handwerk ist, in den Gesundheitsberufen, in den technischen Berufen, im IT-Bereich, wird ja allerorten berichtet. Und wir wissen, und ich glaube, da besteht auch Einigkeit in diesem Hause, wir haben ja schon ein paar Debatten darüber geführt, dass um frühzeitig die richtige Ausbildungs- und Berufswahl treffen zu können, es mehr denn je wichtig ist, unsere Schülerinnen und Schüler für ihren nächsten Lebensabschnitt zu qualifizieren, sei es jetzt für ein Studium oder für eine berufliche Ausbildung. Wir sind, und es ist auch schön festzustellen, dass ich glaube, darüber auch mittlerweile Einigkeit in diesem Hause besteht, dass unser duales Ausbildungssystem für eine der weltweit geringsten Quoten von Jugendarbeitslosigkeit sorgt und daher weit über die deutschen Landesgrenzen hinaus zu Recht als vorbildlich gilt. Und deshalb, meine Damen und Herren, wenn der Bericht etwa auf Seite 33 empfiehlt, Sie sehen, ich habe den schon relativ intensiv gelesen, dass in allen Schulformen die Frage der Berufsorientierung verpflichtend einen größeren Stellenwert erhalten soll, dann kann ich dazu nur sagen, ja, das ist richtig. Deswegen haben wir z. B. 2015 den Erlass zur Ausgestaltung der Berufs- und Studienorientierung in Kraft gesetzt, der bewusst die bisherigen Regelungen für alle Schulformen einschließlich des gymnasialen Bildungsgangs zusammenfasst und damit das Thema Berufsorientierung als eine wesentliche Querschnittsaufgabe der allgemeinbildenden Schulen verankert. Und Sie wissen auch, wir sind gerade in dem Prozess der Ausarbeitung der Verordnung. Wir haben die entsprechenden Koordinatorinnen und Koordinatoren auch bei den staatlichen Schulämtern installiert. Auch das ist ein Prozess, der ebenfalls wahrscheinlich nie abgeschlossen werden kann, der immer optimiert werden kann, allein schon, weil sich die Berufsbilder ja ständig ändern, deswegen sich auch die Orientierung ständig verändern muss, aber wo die Weichen gestellt sind und wo wir auf dem Weg unterwegs sind. Ich nenne Programme wie etwa Praxis und Schule, was ja das Nachfolgeprogramm ist von Schub, das in dem Bericht der Enquete-Kommission gleich mehrfach Erwähnung findet. Beide Programme, die es den Schülerinnen und Schülern mit erheblichen Lern- und Leistungsrückständen ermöglichen sollen, an den allgemeinbildenden wie auch an den beruflichen Schulen ihren Hauptschulabschluss zu erreichen und weiter zur Ausbildungs- und Berufswahlreife zu gelangen. Auch das entspricht einer Empfehlung des Berichts. Es ist auch im Sinne dessen, was Herr Merz angesprochen hat, der Öffnung von Schulen, also der Öffnung von Schulen untereinander, etwa auch der Öffnung der Verzahnung zwischen dem allgemeinbildenden und dem beruflichen Bildungssystem, aber natürlich auch die Öffnung beispielsweise gegenüber den Betrieben, gegenüber der Wirtschaft, gegenüber all den Institutionen, die in Bildung und Ausbildung involviert sind. Und es ist auch völlig richtig, dass es auch nur einen Ausschnitt von dem gesamten gesellschaftlichen Umfeld geben, gegenüber sich Schule öffnen muss. Aber es ist ein Beispiel dafür, um zu sehen, dass Schule auch hier auf dem Weg ist.
Nebenbei bemerkt sind diese Programme wie PUSH, wie SCHUB ja auch ein wesentlicher Beitrag zur Chancen- und Bildungsgerechtigkeit. Auch gerade dazu, und ich glaube, auch darüber besteht Einigkeit in diesem Hause, dass wir natürlich versuchen wollen, den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg so weit wie irgend möglich aufzuheben. Und deswegen gibt es ja auch beispielsweise so etwas wie unsere sozial indizierte Lehrkräftezuweisung. Denn die ist ja genau für den Zweck da, dass die Schulen ihre Schülerinnen und Schüler passgenau, individuell und nachhaltig fördern können. Deswegen haben wir sie etwa auch erweitert um den Integrationsindex, um die Schulen beim Übergang von Seiteneinsteigern aus einer Intensivklasse in die Regelklasse zu versorgen. Und auch hier gilt, auch das ist ein fortlaufender Prozess, auch hier kann man immer verfeinern, verbessern. Und es bleibt eine kontinuierliche Herausforderung, aber dass jedenfalls das Grundprinzip anerkannt ist und dass wir auf diesem Wege sind, das, glaube ich, darf man angesichts dieser Daten schon feststellen. Und ich möchte auf die große Neuerung dieses Jahres hinweisen, auf die Schaffung von 700 neuen Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte, wovon allein die Grundschulen 400 bekommen, womit die Lehrer an insgesamt rund 1.000 Schulen entlastet werden. Damit richten wir unseren Blick auf die Bildung von multiprofessionellen Teams, insbesondere mit sozialpädagogischer Kompetenz, auch im Sinne einer vielfach wiederholten Empfehlung dieses Berichts, auch ein Punkt, den der Abg. Merz hervorgehoben hat. Und weil es uns ein besonderes Anliegen ist, möchte ich auch etwas erwähnen, was, wenn ich das richtig mitgehört habe, in den Redebeiträgen bisher noch keine so prominente Beachtung gefunden hat, nämlich getreu unserem Motto kurze Beine, kurze Wege, setzen wir uns außerdem schon seit Jahren für den Erhalt von Schulen im ländlichen Raum ein, insbesondere von kleinen Grundschulen. Und dafür haben wir Erfolgsmodelle wie den flexiblen Schulanfang oder die Kombiklassen implementiert. Und wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der bestehenden Schulstruktur. Ja, und auch da sind wir in Konformität mit dem Bericht der Enquete-Kommission, weil er dies etwa auf Seite 25 fordert. Und wenn wir angesichts dieser zahlreichen Maßnahmen feststellen dürfen, was für mich einfach eine der schönsten Daten ist, deswegen muss ich es auch immer wieder herausstellen, dass Hessen nicht umsonst die niedrigste Schulabbrecherquote bundesweit hat, dann zeigt, glaube ich, auch das, dass wir gut unterwegs sind. Und trotzdem gilt natürlich auch dort, solange es überhaupt noch Schulabbrecher gibt, ist die Aufgabe nicht vollendet. Wahrscheinlich kann sie nie vollendet werden, aber wir können uns immer bemühen, das, was wir tun, noch besser zu machen. Zum Thema Inklusion will ich nur eine kurze Bemerkung machen, weil das hier in der Debatte auch schon etwas prominenter adressiert wurde. Aber ich fand es schon bemerkenswert, dass selbst dieser Abschlussbericht auf Seite 95 empfiehlt, Grenzen der Inklusion anzuerkennen und vor allem, dass er statuiert, Vorrang muss in jedem Einzelfall das im Einvernehmen mit den Eltern möglichst konkret zu ermittelnde Kindeswohl haben. Meine Damen und Herren, das entspricht genau meinem Standpunkt, den Sie alle zu Genüge kennen. Und warum ich auch sage, wir treten für eine Inklusion mit Augenmaß ein, die sich am Wohl des einzelnen Kindes orientiert. Und dann, ja, dann gibt es natürlich den grundsätzlichen Unterschied, den Herr Abg. Schwarz eben auch schon unter beifälligem Nicken von Herrn Merz hervorgehoben hat. Ja, es gibt den grundsätzlichen Unterschied, ob man jetzt wirklich die ohne Ausnahme inklusive Schule für alle vor sich sieht oder ob man sagt, das bewährte und erfolgreiche Förderschulsystem, das dürfen wir nicht leichtfertig aufgeben, weil wir beide Förderorte brauchen als Möglichkeiten, um dem Kindeswohl eher optimal gerecht zu werden. Gut, da besteht eine fortdauernde Diskrepanz. Die werden bestimmt auch in Zukunft Debatten in diesem Hause und auch außerhalb dieses Hauses noch thematisieren. Aber die grundsätzliche Orientierung, dass wir darin übereinstimmen, das finde ich trotzdem ist eine ermutigende Botschaft. Und deswegen gilt unsere Devise, das Bewährte bewahren und behutsam weiterentwickeln, auch für den Weg, den wir mit der Einführung der inklusiven Schulbündnisse gehen, als Netzwerke, in denen alle Entscheidungsträger vor Ort zusammenkommen, um gemeinsam den bestmöglichen Förderweg für jedes Kind zu finden. Und das wird immer ein Ringen sein, in jedem Einzelfall aufs Neue, um die Entscheidung, die in dem Moment richtig ist. Und das wird auch weiterhin ein Ringen sein darum, wie wir das System so umgestalten, dass wir möglichst vielen Kindern auch die optimale individuelle Förderung an dem für sie best geeigneten Ort zur Verfügung stellen können. Aber zumindest die Leitlinie. Das ist schön festzustellen, dass wir auch darüber im Grundsatz Einigkeit haben. Meine Damen und Herren, und mehr denn je kommt es heute darauf an, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht verloren wird. Unser Umgang mit der Flüchtlingskrise hat gezeigt, dass wir diese große Herausforderung erfolgreich angenommen haben.
Erfolgreiche Bildung ist eine wesentliche Grundlage für Integration. Ich glaube, auch dieser Satz löst durchaus die Reaktion von Einigkeit in diesem Hause aus. Und dem Beherrschen der deutschen Sprache, der Bildungssprache als Schlüssel zum Schulerfolg kommt dabei eine, vielleicht sogar die herausragende Bedeutung zu. Und deshalb ist es wichtig, jedes Kind und jeden Jugendlichen von Anfang an bei diesem Spracherwerb zu unterstützen. Ich habe eben durchaus mit Freuden festgestellt, dass diesen Satz sogar die Linkspartei zu unterschreiben scheint. Aber auch in diesem Punkt folgen wir schon lange der Empfehlung des Berichts auf Seite 149, Lehrkräfte für spezifische Sprachförderung und Sprachvermittlung auszubilden. Etwa über 500 Lehrkräfte, die wir für die Fakultas in Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache weitergebildet haben, über 4.000 Lehrkräfte, denen wir eine entsprechende Basisqualifikation gegeben haben. Und unser schulisches Gesamtsprachförderkonzept, meine Damen und Herren, ist genau darauf ausgerichtet, die im Bericht auf Seite 149 betonte Erleichterung der Übergänge zu gewährleisten. Beginnen von den freiwilligen Vorlaufkursen für schulpflichtig werdende Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse bis hin zu Intensivklassen und Kursen an allgemeinbildenden Schulen, Alphabetisierungskursen, weiteren Sprachfördermaßnahmen. Denn wir wollen, dass möglichst alle Kinder von Anfang an mitreden können. Meine Damen und Herren, es gäbe zu all dem noch viel mehr zu sagen. Aber ich möchte jetzt vor allem auch allen an diesem Bericht Beteiligten meinen herzlichen Dank für ihre wertvolle und für die Zukunft hilfreiche Arbeit aussprechen. Wir fühlen uns in vielem bestätigt. Das haben Sie meinen Ausführungen von eben entnehmen können. Aber wir nehmen auch eine Reihe neuer Orientierungen und Anregungen mit, vor allem in den Bereichen, die nicht unbedingt immer im Zentrum der politischen Auseinandersetzung stehen. Und ganz im Sinne dieses Berichts denke ich, wir sind auf dem richtigen Kurs, jedenfalls dort, wo die Fraktionen ihren Schlussfolgerungen übereinstimmen. Über alles andere werden wir uns in diesem Hause und außerhalb auch weiterhin kontrovers unterhalten. Und wir bilden uns nicht ein, wir wären bereits am Ziel angekommen, falls es überhaupt jemals möglich sein sollte. Es ist eigentlich das Kennzeichen jeder Bildungspolitik, dass es immer noch etwas besser zu machen gibt. Und es ist auch der Ansporn für uns alle als Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker, dass wir auch die Chance haben, immer noch ein Stückchen besser zu werden. Und worauf es ankommt, damit wir diesen Kurs erfolgreich fortsetzen können, ist, glaube ich, und das entnehme ich jedenfalls den Berichten, dass das wohl auch in der Arbeitsatmosphäre der Enquete-Kommission jedenfalls überwiegend der Fall gewesen zu sein scheint, nämlich, dass wir keine ideologisch motivierten Experimente vornehmen, uns nicht in endlos Debatten über Schulstrukturen verstricken, nicht den Schulen ein ideologisches Konzept als Allheilmittel für alles überstülpen wollen, sondern dass wir uns das professionelle Augenmaß für eine systematische Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bewahren. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, stellen wir das Kind mit seiner Individualität in den Mittelpunkt, sorgen für die Unterstützungsangebote, die eine möglichst optimale individuelle Förderung und Forderung des einzelnen Kindes ermöglichen, und orientieren uns im Bildungsbereich an den maßgeblichen Grundwerten, nämlich Freiheit, Solidarität und Chancengerechtigkeit. Und so, meine Damen und Herren, davon bin ich überzeugt, werden wir auch zukünftige Herausforderungen meistern und die Bildungsqualität in Hessen stärken, zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler und ganz so, wie es der Bericht in seinem Titel fordert, kein Kind zurücklassen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, damit ist der Bericht der Enquete-Kommission besprochen. Lassen Sie mich an dieser Stelle nochmals auch für das gesamte Haus. Ich wollte eigentlich Danke sagen, da können wir da wenigstens ruhig sein dabei. Den Mitgliedern der Enquete-Kommission, der Vorsitzenden Frau Sabine Becher-Scholz, den Berichterstattern, den Obleuten, den Fachleuten, den Sachverständigen ganz herzlich danken für dieses opulente Werk, auch inhaltlich, mit der Hoffnung, dass es sehr viele Leser findet und hier und da auch Nachahmung. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Arbeit. So.